Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Eva und heute habe ich für euch wieder ein aufgebraucht, aussortiert. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ich alles so aufgebraucht habe, dann bleibt doch einfach dran. Ja, Leute, die Tasche, ich wollte schon sagen, die Box, die Tasche ist wieder voll bis oben hin. Ich brauche Platz, deswegen habe ich gesagt so, ich sortiere jetzt mal hier aus. Das erste Produkt, oder ich mache jetzt mal das Video. Das erste Produkt, was ich aussortiert habe, das noch nicht ganz leer ist, von Balea, diese Peach, Dreamy Peach Fuß Butter. Ich finde ihn eigentlich total gut. Die hat auch einen guten Geruch. Die ist wirklich super. Aber ich glaube, die ist mir mittlerweile ein bisschen gekippt. Ich habe die wirklich sehr oft benutzt, aber ich glaube einfach, dass sie mir gekippt ist. Die ist auch vegan, da sind 150 Milliliter drin. Ich finde die echt gut. Wäre für mich ein absolutes Nachkaufprodukt auch. Aber die ist mir leider gekippt. Na, wenn man zu viel hat, manchmal erkennt man es nicht. Ja, dann habe ich hier noch aussortiert von Estee Lauder Perfectly Clean. Ein Multi-Action Form Cleansing Puffering Mask. Damit kann man so praktisch 3 in 1 machen. Man kann sich abschminken, man kann es als Maske benutzen, man kann es als Reinigungs benutzen, als Reinigung. Das ist echt ein tolles Produkt, aber ich habe jetzt wirklich das lange benutzt. Ich habe einfach gedacht, ich tue es jetzt mal aussortieren, weil, oh Gott, hier steht, es ist 24 Monate haltbar, wenn es offen ist, und es ist schon länger offen. Ne? Also, es riecht eigentlich auch noch gut. Ich zeige euch auch mal, wie es aussieht. Kann ich euch ja mal zeigen. Kommt noch was raus. Seht schon, da vorne ist alles schon eingetrocknet. Boah, nee, da kommt auch nichts mehr raus. Also das ist schon eingetrocknet. Deswegen muss es jetzt leider weg, weil ich habe es auch nicht wirklich. Mit so Cremeprodukten ist bei mir immer schwierig. Ich mag gerne so Tuchmasken, weil die nimmst du einmal und dann ist es weg. Ne? Aber diese Cremesachen, wo dann ewig, genauso wie die Matte Maskies Dinger, die sind ja echt gut. Aber Leute, ganz ehrlich, das dauert ewig, bis es aufgebraucht ist. Ne? Ja. Ist halt, wenn man jetzt nur das benutzt und nicht so viele andere Sachen hat, dann ist es vielleicht was für einen. Aber wenn man halt so viel Zeug hat, dann dauert es einfach zu lang. Ne? So, obwohl es doch gutes Produkt ist. Dann, ich glaube, das hatten wir mal in der My Little Box drin. Habe ich aufgebraucht von Vanel Fresh Control Fresh Breeze. Ein Weichspüler, der riecht einfach richtig gut. Ich mag den, ich finde den toll. Kaufe ich mir immer wieder nach. Ist ein absolutes Nachkaufprodukt von mir. Ich liebe den Geruch. Dann auch noch ein Weichspüler von Lenore Aprilfrisch. Das ist mein absoluter Lieblingsweichspüler. Weil der einfach, oh, der riecht, ich habe jetzt voll dran gerochen gerade. Ja, also der riecht wirklich gut. Habe gerade so ein richtiger Duft abgekriegt. Der riecht wirklich gut. Ich mag den auch sehr an der Wäsche. Da riecht auch die ganze Wohnung danach. Also ich finde es immer toll. Und ja, dann habe ich noch aufgebraucht, und zwar diese Lenore Unstoppable Wäsche Parfüm von empfohlen von Ariel. Die riechen auch sehr gut. Da gab es, wenn man die blauen, die riechen mir, glaube ich, am allerbesten. Ich habe jetzt noch ein paar lila in Anwendung. Da muss man immer hier in die Kappe, ich zeige das einfach mal, steht hier hinten auch drauf, tut man so ein paar Perlen rein, je nach Wäschemenge. Aber ich habe immer nur die erste Stufe genommen, also immer nur so wenig, weil das hat ausgereicht. So viel braucht man nicht und es riecht wirklich lang und gut. Das riecht, finde ich, richtig toll. Also ich fand dieses Türkise hier eigentlich am besten. Da gab es auch mit der DM App ein bisschen Rabatt. Deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Ja, dann leer gemacht 80 Tabs von Somate Gold. Ne? Die gibt es manchmal im Angebot bei Kaufland, habe ich das schon gesehen. Wenn sie mal im Angebot, ich weiß nicht, was jetzt kostet, habe es jetzt lange nicht mehr gesehen, aber die waren manchmal für 12,99 € im Angebot. Es gibt aber auch die Somat All-in-One Extra. Sind eigentlich, meiner Meinung nach, ist das Allergleiche, nur da steht hier hinten drauf nochmal extra Kraft gegen Eingebranntes, ist hier hinten drauf bei Gold, aber das steht bei den Somat All-in-One Extra hier vorne drauf, also ist es eigentlich, haben die dieselben Eigenschaften, sage ich jetzt einfach mal. Das sieht man ja auch hier hinten immer, ne? Die haben eigentlich dieselben Eigenschaften. Und bei den anderen, bei den Somat All-in-One Extra, sind aber 90 Tabs drin. Also da habt ihr nochmal 10 Tabs mehr für denselben Preis, wenn die im Angebot sind. So war es bis jetzt immer. Deswegen, aber ich habe halt jetzt die gehabt, manchmal habe ich auch die anderen. Also es ist halt immer so eine Sache. Ich weiß, dass das vielleicht. Ich habe schon Alternativ-Tabs probiert, auch die von Aldi schon und so, die sind nicht schlecht. Auch die günstigen von DM sind nicht schlecht, aber ich finde einfach,
Bei denen ist das Geschirr nochmal extra, nochmal so zum gewissen Glanz, ist nochmal schöner sauber, es macht sauberer. Die, bei den günstigen habe ich schon gehabt, dass sich der Tappen nicht richtig auflöst. Oder das, gut, das habe ich bei denen auch schon mal gehabt, aber jetzt nicht so häufig, dass das Geschirr dann nicht richtig sauber ist und so. Das habe ich bei denen halt eigentlich selten der Fall. Außer meine Maschine ist so voll gestopft, dass es nicht mehr geht, dass Wasser, kein Wasser dran kommt. Dann aufgebraucht einmal Kangol Power Tabs für die Waschmaschine. Ne? Da habe ich jetzt gerade das Gel in Anwendung. Das waren diese hier. Also die finde ich auch gut. Mache ich immer in die Waschmaschine. Bei jedem Waschgang macht man die oben in den Behälter rein, in den, also in den, wie sagt man? Da gibt es ja ein die Vorwaschkammer, ne? Mache ich die rein, oder Hauptwaschkammer. Vorwasch ist ja die kleine, gibt die Hauptwaschkammer, macht man diesen Tab rein. Ich habe jetzt gerade das Gel in Anwendung und ja, das enthärtet halt Wasser, das entfernt Kalk, Schmutz und so in der Waschmaschine und dann soll die länger leben. Dann habe ich hier von Schäbens einmal aus einem Trashy, da muss ich gerade den Namen hier oben zukleben, erhalten, da ist noch der Name dran, von wem es ist. Und zwar die Milch- und Honigmaske von Schäbens, die ist richtig gut. Ich hatte mal eine von, was war das, von Foreo aus der Jolie Box, von Glossy Box. Und die ist aber auch super und die hier, die ist fast genauso. Also die riecht genauso nach Milch und Honig, fand ich richtig gut, auch von der Pflege her, kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich noch leer gemacht von Schäbens die neuen Augenpads, Lifting-Effekt. Also die haben jetzt gut gehalten, muss ich sagen. Die haben jetzt nicht so arg verrutscht. Die waren auch gut. An sich finde ich ja Schäbens Augenpads nicht schlecht, aber die rutschen halt immer runter, ne? Und die rutschen auch, obwohl sie länger sein sollen und nicht rutschen, aber sie rutschen auch. Aber die waren jetzt nicht so gut. Die waren jetzt gut. Dann hier von Elemis ein Rehydrating Ginseng Toner. 50 Milliliter habe ich leer gemacht. Der war, glaube ich, in der Look Fantastic Box drin. Ich fand den richtig gut. Auch vom Geruch her war es okay. Aber ich muss sagen, der Geruch, ich weiß, es hat mich so an diesen einen Toner erinnert, der so nach Aprikose gerochen hat. Das erinnert mich immer so. Wisst ihr, wenn ihr zum Beispiel in irgendeinem beim Kaufhof oder im Kaufhäuser irgendwo auf die Toilette geht und da kommt dieser Putzmittelduft, so hat es irgendwie gerochen, ich weiß auch nicht. Also so, weiß ich nicht, so ein bisschen so Putzmittelduft hat es irgendwie gehabt. Also ich fand es ein tolles Produkt, fand den Geruch auch okay. Es hat mich aber irgendwie nur daran so ein bisschen erinnert. Aber es ist dennoch ein super tolles Produkt. Ihr wisst, ich liebe Elemis. Ich mag aber auch nicht alles von Elemis. Und in dem Look Fantastic Adventskalender ist so eine kleine Flasche so ein Tonic Lotion drin. Und die ist richtig gut. Die riecht auch super. Die finde ich jetzt besser als das hier, muss ich sagen. Und die habe ich auch schon aufgebraucht. Leider ist es richtig teuer, sonst hätte ich es mir nachgekauft, aber nun gut. Dann aufgebraucht von Denk mit, einmal feuchte Bodentücher, die brauche ich immer fürs Bad. Da habe ich auch gerade wieder die von Swiffer, die gibt es natürlich von, die von Swiffer sind einfach nochmal ein Tick feuchter und nasser und nehmen halt mehr Schmutz und mehr Staub und so mit auf. Ich wische, glaube ich, mein Bad jeden Tag mindestens zweimal oder einmal auf jeden Fall, meistens abends dann. Weil einfach da liegen immer Haare rum, da ist dann immer Staub. Man, hier wohnen drei Leute, das ist dann einfach so, ne? Und ich muss das, will das einfach machen, dann ist, will es dann immer sauber haben und deswegen nehme ich immer manchmal die. Ich habe aber auch schon welche mit Granatapfel gehabt. Und die von Swiffer Original, die gibt es in so einem großen Pack für 4 Euro noch was beim Action. Die sind auch richtig gut, ne? Also die sind ja auch von Swiffer, aber die sind gut, ne? Weil da mehr drin ist. Dann aussortiert von Lavera 2 in 1 mit Cell Make-up Remover. Da ist noch drin, so wie ihr das hier sehen könnt, so ein Zwei-Phasen-Ding. Der ist nicht schlecht, ja, aber ich habe den jetzt aussortiert. Der riecht auch gut. Der war im Pinkbox, glaube ich, Adventskalender mal drin oder Glossybox letztes Jahr irgendwie. Aber der riecht auch noch gut. Aber ich muss sagen, ich finde ihn richtig, richtig gut. Deswegen wollte ich es euch mal zeigen. Deswegen habe ich ihn aussortiert. Ich bin im Überlegen, ob ich es nochmal probieren soll. Aber irgendwie hat er nicht das gemacht wie der andere. Ich habe ja einen von Skinzugi. Der war, glaube ich, auch in der Jolie Box von Glossy Box drin. Dieser Limited Edition. Da mache ich ein bisschen, vermische ich das, mache ein bisschen aufs Pad, lege das aufs Auge drauf, warte kurz, wische einmal drüber und ich habe fast alles entfernt. Ne? Fast alles. Natürlich nicht alles, aber fast alles. Und bei dem ist es irgendwie nicht so. Deswegen. Ja, kann man als Micellenwasser noch vielleicht benutzen. Ich guck mal, ich gebe dem vielleicht noch mal eine Chance, aber irgendwie ist nicht so ganz meins.
Dann von Barbour Spa Happening Hand Cream habe ich auch aufgebraucht. Die war auch mal in irgendeiner Box drin, glaube ich, oder Kalender. Dann von Lano Lips ein Lippenbalm mit Coconut-Duft fand ich auch sehr gut. Also das ist richtig toll. Ich mag den. Hat auch einen tollen Kokosnussgeruch. Da ist auch noch ein bisschen, glaube ich, drin. Zeige euch das gerade mal, wie das aussieht. Also richtig gut. Der ist auch sehr, sehr pflegend, ne? Aber der ist jetzt auch leer. Da kommt halt, da muss man richtig drauf drücken, dass da noch was rauskommt. Der ist auch schon lang auf, deswegen lasse ich es jetzt, muss ich jetzt weg. Dann von Denkmit ein WC-Reiniger, den blauen, den hole ich mir immer. Den habe ich eigentlich immer. Das ist dieser Ocean Frische. Und ja, den habe ich eigentlich immer. Genau. Dann aufgebraucht von Finish Spezialsalz für die Spülmaschine. Ich habe entweder immer das oder das von Calgon. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das besser. Ich weiß nicht, was da anders ist, wie zu dem normalen günstigen Salz. Aber irgendwie finde ich, habe ich das Gefühl, das ist besser. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nur mein Kopf, aber ja, keine Ahnung. Dann aufgebraucht einmal Ceva, Wisch und Weg. Ne, hier, Ceva, Wisch und Weg habe ich aufgebraucht. Das war so ein Big Pack. Gibt es auch beim DM. Ich muss sagen, ich finde einfach, ich habe auch immer, das habt ihr, habe ich das auch da drin? Weiß nicht, ich glaube nicht. Das günstige von, die günstige Version von vom Ceva, vom DM, ne, wo auch recycelbar ist, finde ich auch gut. Kaufe ich mir auch immer, weil es vom Preis ja einfach Preis, ich sage jetzt mal Preis und Menge und so günstiger ist wie die normalen Pack. Aber wenn es im Angebot ist oder ich Rabatt drauf bekomme, da gab es letztens 20% auf Ceva-Dinger, habe ich mir dann gekauft, weil das einfach doch nochmal ja, ein Ticken besser ist. Das Ceva Original, muss ich sagen, ich finde es ein Ticken besser. Ich mache jetzt mir hier gerade nochmal einen Müllbeutel auf. Finde ich ein Ticken besser, weil es einfach besser aufsaugt. Sorry für den Krach hier. So, jetzt. Weil es einfach besser aufsaugt und ich muss sagen, ich brauche halt weniger. Ne? Und es ist halt schon mal sehr gut. Dann nochmal aufgebraucht hier von Vanel Fresh Control. Auch ein Weichspüler, der ist auch sehr gut. Riecht auch super. Ich mag den richtig, richtig gerne. Also den kaufe ich mir auch immer wieder mal nach. Ich wechsle halt immer mal. Dann aufgebraucht, was richtig gut ist, Leute, von Balea ein After Sun Shampoo und Spülung 2 in 1. Also das hier ist ein richtig, richtig tolles Produkt. Es riecht mega gut. Riecht richtig nach Sommer. Also oh, ich liebe diesen Duft. Ich muss mir das auch wieder nachkaufen. Ich finde es richtig gut. Das hat so diesen Sommerduft, wenn ihr im Urlaub seid und ihr geht duschen und ihr riecht euer Shampoo und ich weiß nicht, im Urlaub riecht alles und schmeckt alles ganz anders, weil da die Luft auch ganz anders ist und so riecht es. Das riecht ein bisschen nach Urlaub, nach ich war im Schwimmbad oder ich war im Meer und gehe danach duschen. So riecht es. Also ich finde es richtig, richtig gut. Würde ich mir jederzeit nachkaufen. Dann einmal von Denkmit Magic Twist für die Toilette leer gemacht. So Duftstein mit Kokosduft. Ja, war ganz okay. Riecht man noch so ein bisschen, war okay, kann man benutzen. Ich benutze auch die. Ist ja nichts Neues. Oh, dann diese tolle Bonbon Creme von Sol de Janeiro. Die habe ich auch leer gemacht. Also die war richtig toll. Ich habe die immer so ein bisschen gespart, habe immer nur so meine Arme damit eingecremt, weil ich die nicht so ja, gleich leer machen wollte. Aber die riecht einfach mega. Und ich liebe die. Ne? Ich habe jetzt auch Backup, deswegen dachte ich, so, jetzt kann ich die leer machen. Dann leer gemacht, Leute. Oh, einfach richtig, riecht richtig gut. Von La Cura Spa, die Celebration Verwöhnte Body Cream. Die ist ja ein Double zu den Rituals of Sakura. Gibt es bei Aldi, gibt es auch den Duschschaum. Aber bitte kauft mir nicht alles leer, ich will auch noch. Ja, seit ich das gesagt habe, ist da immer leer. Ich weiß auch nicht, die haben ja noch, glaube ich, die rote und die blaue Variante. Und es ist richtig gut. Also, das ist wirklich ein tolles Double dazu. Klar, es ist nicht das genau gleich. Es riecht dem ähnlich, aber es ist nicht gleich. Also, es riecht dem ähnlich, aber das andere Rituals, das Originale, hat nochmal, finde ich, nochmal ein bisschen stärker vom Geruch und ein bisschen andere Formulierung. Aber es ist ähnlich zu diesem hier. Ja? Genau. Dann leer gemacht ein Shampoo von Rituals of Meer. Das habe ich aber nicht so arg als Shampoo benutzt, muss ich sagen. Ich habe es mehr als Duschgel benutzt. Riecht auch mega. Oh, riecht auch richtig gut. Es riecht genauso nach
Ich habe immer das und das Balea benutzt, das als Duschgel und das Balea dann das auf der Sun als Shampoo. Ich mag das auch, wenn Shampoo und Spülung in einer Flasche sind, weil ich sonst eigentlich keine Spülung verwende, obwohl ich es tun sollte. Und das habe ich dann mehr als Duschgel benutzt, weil das einfach richtig, richtig gut gerochen hat. Und ich liebe das. Und deswegen sage ich, Rituals ist immer noch mal ein Ticken besser. Das Originale muss ich sagen, aber die anderen sind auch gut. Ja, muss ich sagen, wäre jetzt Nachkaufprodukt, also als Shampoo jetzt nicht, weil ich finde, es hat meine Haare ein bisschen ausgetrocknet, aber als Duschgel würde ich es mir nachkaufen. Dann habe ich noch leer gemacht, noch Matt-Denk mit WC Duftstein, mit dem Blauspüler, die ganz normalen günstigen vom DM. Dann nochmal leer gemacht hier von Denk mit Glasreiniger. Da habe ich aber auch noch so, die hebe ich nämlich auch auf, da habe ich immer noch so Nachfüllpacks, dann kann man das einfach da reinleeren und kann dann das Konzentrat und kann es dann wieder befüllen, ne? Und dann hat man einfach noch, ja, noch ein Backup, also die muss man nicht wegschmeißen. Dann habe ich nochmal Vanel Fresh Control nochmal leer gemacht. Ich tue das jetzt nochmal hier runter, weil sonst, ja. Haben wir das hier im Bild? Ja, auch sehr gut. Finde ich auch gut. Ich glaube, das ist dasselbe wie der von vorhin. Ne? Auch super. Auch lecker. Dann habe ich jetzt aussortiert und zwar von Eucerin Derma to Clean Hyaluron 3 in 1 mit Zellwasser für empfindliche Haut. Da kann man, glaube ich, auch, ja, das heißt mit Zellwasser zum Abschminken habe ich es manchmal benutzt oder auch, ja, wie gesagt, als mit Zellwasser. Aber es ist ein tolles Produkt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kann ich mir auch Wasser ins Gesicht machen. Deswegen werde ich es jetzt auch sortieren, weil es auch schon eine Weile offen ist. Und ja, ich benutze es halt einfach nicht. Dann leer gemacht von Bilou. Ein Duschgel mit Erdbeer. Richtig gut. Riecht voll gut. Oh, ich liebe das. Ich mag Bilou sehr gerne. Und das war, glaube ich, auch mal so limitiert. Deswegen richtig gut. Dann leer gemacht von Shiseido. Ich weiß gar nicht, ob ich da. Da habe ich auch noch die Flasche dazu. Ich liebe dieses Serum von Shiseido. Das Ultimate Power Infuse Serum. 10 Milliliter waren da drin. Ein bisschen ist noch drin, aber da kommt nichts mehr raus. Das ist dieses hier. Ich liebe dieses Serum. Das ist einfach toll. Aber es ist mega teuer. Ne? Ich habe zwar noch eins, aber. Ja, dann leer gemacht von Estée Lauder Gentle Eye Make-up Remover. War, glaube ich, mal in irgendeiner My Little Box oder so drin. Da hat ja immer jeder so ein bisschen Verschiedenes drin. Manchmal gibt es ja auch manchmal auch Abweichungen. Da sind 100 Milliliter drin gewesen. Man kann es aber auch, da gab es so eine Estée Lauder Box, glaube ich, mal zu kaufen. Die war richtig teuer. Aber da war das, glaube ich, auch drin. Und ich muss sagen, ich fand das richtig gut. Aber da muss ich sagen, wenn es nicht so teuer wäre, wäre es ein Nachkaufprodukt für mich, aber es ist nicht so teuer. Ne? Dann jetzt endlich leer, leider, endlich schade, von Essence die Lash Like a Boss Mascara. Die habe ich jetzt richtig gut aufgebraucht, finde die einfach klasse. Auch mit diesem gebogenen Bürstchen, das ist meine absolute Favoritenmascara, also einer meiner Favoriten. Ich habe ja mehrere, wo ich gut finde, aber das ist einer meiner Favoriten und die würde ich mir auch nachkaufen. Ich finde die richtig gut. Da macht zack, 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 hast Wimpern und fertig. Übrigens habe ich auch gerade einen Schminke gedreht. Kommt auch noch online und die kann ich euch auch empfehlen. Die war auch, glaube ich, in der Barbara-Box drin. Finde ich richtig gut. Dann aufgebraucht von Payot ein Peeling. Das ist dieses hier, finde ich auch sehr gut. Das war im Payot Adventskalender drin. Das sind 30 Milliliter drin gewesen, ein bisschen ist noch drin. Und es war richtig fein, das war richtig, das war wie so ein Waschgel mit so ganz sanften Körnchen. Da habe ich mir immer so die Nase und hier so in der T-Zone, so und hier am Kinn so ein bisschen gereinigt. Und auch die Oberarme, für die habe ich es auch benutzt. War ein tolles, tolles Produkt. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es mir nachkaufen, aber es ist mir zu teuer. Ne? Richtig gut. Dann leer gemacht meine Elemis Cream. Pro Marine Cream, meine absolute Lieblingscreme, 15 ml. Einmal die Tagescreme, Marine Cream und die dazugehörige Night Cream. Richtig tolles Produkt. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es mir auch einen großen nachkaufen, aber es ist einfach teuer. Ich habe noch ein paar kleine, deswegen freue ich mich drüber. Dann leer gemacht von NYX Body eine Dusche. 200 ml, das war, glaube ich, auch in irgendeiner Box drin. Weiß jetzt nicht mehr wo, vielleicht Apothekenbox oder so. Riecht richtig zittrig, richtig frisch, wo es so heiß war und ich habe mich mit dem geduscht. Ich war danach so richtig erfrischt und erfrischend, auch dieser Duft. Das war so entspannend, das war so ein tolles Produkt. Also, wenn ich das mal wieder irgendwo drin haben würde, würde mich mega freuen. Ich finde das richtig gut.
Dann leer gemacht von Elemis Superfood Matcha Eye Drew, also eine Augencreme, die war auch gut. Ja, kann jetzt nichts Schlechtes sagen, fand ich auch gut. Würde ich mir nachkaufen, wenn es nicht so teuer wäre. Dann eine Augencreme von Kiehl's, die war, glaube ich, mal in der Glossy Box mal drin. Die war auch sehr gut, muss ich sagen. Ich zeige euch jetzt hier nochmal, die ist ein bisschen flüssig geworden irgendwann. Da ist noch ein bisschen drin, deswegen kommt es jetzt auch weg. Manchmal muss ich sagen, weiß ich nicht, mache ich was an dem Produkt falsch? Also ich wasche mein Gesicht, dann trockne ich mich ab, dann nehme ich das so ein bisschen, tupfe das hier so ein bisschen drauf. Und manchmal ist es so richtig schön dickflüssig und so richtig schön pflegend. Und dann ist es wiederum manchmal so, dass es so dünn wird wie Wasser. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist die so ein bisschen komisch, aber sie ist gut. Dann genau diese Tonic-Lotion, von der ich euch erzählt habe. Das war diese hier, die Pro Collagen Marine Moisturize Essence. Die ist richtig gut. Kann man nach dem Toner oder auch als Toner verwenden, habe ich gemacht. Die riecht super. Ist mein absolut, die riecht nämlich so wie die Creme. Absoluter Favorit. Also die würde ich mir auch nachkaufen, wenn sie nicht so teuer wäre. Ja, absoluter Favorit. Ist, glaube ich, aktuell im neuen Look of Fantastic Adventskalender drin. Klasse Produkt. Dann leer gemacht, mein heiß geliebten Cleanser, auch von Elemis, ne, dieser Pro Marine Cleanser. Mag den richtig gerne und riecht den auch gerne. Habe ich auch leer gemacht. Dann noch aufgebraucht ein Duschgel. Das waren auch 30 Milliliter, auch von Payotte. Rituel Corps Balm de Douche. Ne, auch ein tolles Produkt. Riecht gut, finde ich. Aber wäre jetzt für mich. Also es riecht nicht schlecht, aber ich finde irgendwie, das riecht so ein bisschen nach alt irgendwie. Kennt ihr das? So ein alter Frauengeruch irgendwie, so ein bisschen. Also ist vielleicht Geschmackssache, der andere findet es total toll. Ich sag vielleicht, ist halt so. Aber das ist halt meine Meinung. Ich fand es schlecht, habe es am Anfang zum Gesichtreinigen immer benutzt, weil ich es irgendwie nicht verstanden habe. Und ich mir gedacht, hey, da steht doch Dusche drauf. Und es gibt doch vielleicht diesen Duschgel zum Duschen. Aber gut, danach habe ich es zum Duschen benutzt, dann war es auch schneller leer. Finde ich eigentlich ein gutes Produkt, aber vom Duft her ist es nicht meins. Also ich finde, es riecht nicht gut. Da gibt es bessere Sachen von Payotte, die mit die so ein bisschen nach Aprikose riechen, die sind richtig gut. Dann leer gemacht von Kneipp, eine Aromapflege, Guten Morgen, Limette, Basilikum, Dusche. Ich liebe diese Kneipp-Duschgels. Also wenn es in dem Kneipp-Adventskalender nicht so viele Badezusätze gäbe, weil ich habe ja keine Badewanne und vielleicht mal mehr so, was weiß ich, Bodylotion oder auch so große Duschgele, ja, wenn da einfach mehr zum Duschen, klar, vielleicht ein, zwei Badesachen, ist klar, ich meine, Kneipp ist ja für Badezeug, ist ja klar, dass das da drin ist, aber das riecht richtig gut, das erfrischt auch richtig gut, da kriegt man richtig gute Laune davon, da muss ich echt sagen. Wenn die halt sowas mal reinpacken würden, in groß, auch dann für den Preis, muss ja auch ein bisschen dann was da drin sein. Ich finde es toll, das war, glaube ich, eine Apothekenbox drin. Ich würde das voll feiern. Also den Adventskalender würde ich mir dann kaufen. Aber da ja, ist ja leider, glaube ich, nur ein paar kleine Größen drin. Ja, was auch gut war von NYX, das war, glaube ich, auch in der Apothekenbox, NYX Sun. Na, After Sun Dusche, also ist für After Sun Hair and Body und Shampoo, also 3 in 1 für Frauen. Ja, richtig tolles Produkt, muss ich sagen. Hat richtig gut gerochen, Leute. Ist ein tolles Duftdingen, so ähnlich wie das Balea Duschgel, Shampoo meine ich. Also richtig toll. Ich habe es für den Körper benutzt, habe für die Haare benutzt, fand das super. Und manchmal habe ich das auch als Duschgel benutzt und das andere dann von Balea für die Haare. Also das war auch in der Apothekenbox drin. Ich finde es halt an sich für das Produkt zu teuer zum Nachkaufen. Aber ich würde es mir nachkaufen, wenn es nicht so teuer wäre. Ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Dann leer gegangen, leer gemacht. Von Bubble Tea habe ich aber schon Nachschub. Meine geliebte Bodylotion mit Kokosnuss, die war auch mal in der Glossy Box drin. Ich finde die richtig toll, muss ich sagen. Ich mag die. Die hat einen richtig tollen Geruch. Die ist auch dünnflüssig, also nicht so dünnflüssig, aber die ist nicht so dick und so rückfettend oder so, sondern die zieht schnell ein. Man kann sie schön mit da eincremen. Die riecht gut. Ja, ich zeige euch mal, da kommt, glaube ich, noch ein bisschen vielleicht. Oh, da kommt nichts mehr. Da muss man so arg drauf drücken. Ja, jetzt. Ups. Da kommt hier noch so ein bisschen raus. Ne? Ihr seht, es rutscht auch gleich runter. Das lässt sich super gut und schnell verteilen. Das zieht sofort ein. Ne?
und riecht einfach richtig gut und ich find die einfach toll. Also ich mag die, ich mag ja auch Kokos, alle, die mich kennen, wissen, dass ich Kokos mag. Natürlich, Kokos ist nicht immer gleich Kokos, am allerliebsten mag ich die Body Butter vom Body Shop, ganz klar, die komplette Linie mit Kokos, aber das ist auch gut. Dann habe ich leer gemacht von Spa Moments, aus dem Spa Moments Adventskalender von Lidl, und zwar diesen Duschschaum. Da gab es ja mehrere Duschschäume auch drin. Zwar vom letzten Jahr, glaube ich, oder vorletztem Jahr sogar. Nee, ich glaube, letztes Jahr war es. Honey Bloom fand ich richtig gut. Und ja, würde ich mir nachkaufen, aber ich habe es noch nicht gesehen, dass es das in groß gibt. Dann aussortiert, was jetzt endlich mal wegkommt, ist der Eyeshadow von Downton Paris. Den benutze ich nie. Ist überhaupt nicht, ist zwar eine schöne Farbe, kann man so ein bisschen als Schimmerton vielleicht aufs Auge auftragen, aber es ist überhaupt nicht. Nee, also ich benutze es nie, wieder so ein Creme-Produkt, wo ich nicht benutze. Ne? Schwierig. Dann hier einmal aufgebracht von La Cura Spa Celebration schäumendes Duschgel mit Reis und Lotusblüte. Das ist auch so ähnlich wie das Rituals of Sakura, finde ich richtig gut. Riecht einfach super, kaufe ich mir nach, habe sogar noch welche da. Dann leer gemacht von Balea Glücksmomente Duschgel mit zart blumigem Duft. Ihr seht, es sind einige Duschgele leer gegangen. Riecht auch sehr gut, riecht ein bisschen süß, aber es riecht wirklich gut. Auch ein bisschen frisch und süß. Ich finde, auch das Design war sehr schön. Und im Sommer, wenn es halt warm ist, dann muss man halt einfach öfters duschen. Das ist halt einfach so. Aussortieren tue ich jetzt auch von Hello Body, die Cara Look Illuminating Eye Cream. Die ist da so ein bisschen auch getönt. Ich muss sagen, ich finde die gut. Ich habe sie nur schon zu lang offen und die wird bei mir einfach. Ja, ihr seht, Moment, kann man da. So sieht es einmal aus. Und dann, wenn man das so ein bisschen verschmiert, ne? Ja, die macht schön Matten-Effekt. Also glänzt ein bisschen, aber tut auch so ein bisschen so die. Ja, die deckt so ein bisschen ab. Also ich finde die eigentlich total gut, weil die deckt dir dann auch die Augenringe ein bisschen ab. Ich finde die klasse, aber ich habe sie jetzt schon so lange offen und ich habe noch so viele andere offen. Und die ist jetzt sehr lang offen. Ne? Da muss ich irgendwann mal austauschen, gerade am Auge. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. So, dann kommen wir gleich noch zum Schluss. Aber es sind noch ein paar Produkte da. Leer gemacht habe ich einmal, die habe ich aber noch wieder in Anwendung von Avant, diese Nachtcreme, diese Nachtpflege, die war, glaube ich, auch mal in der Glossy Box. Also ein richtig tolles Produkt. Ich finde den Geruch sehr gut, die pflegt gut, finde ich richtig toll. Also die mag ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Aber leider ist sie teuer. Ne? Wenn ich sie in der Box habe, finde ich es gut. Würde sie mir aber jetzt nicht nachkaufen aufgrund des Preises. Dann von Schwarzkopf Katopie spitzenmäßig, leicht Styling, leichtes Haaröl, finde ich richtig gut, weil es ja auch so ein Pumper hat. Kann man es ein bisschen auf die Hand geben, einfach hier so ein bisschen in die Haarlängen, Spitzen reinmachen. War ein richtig tolles Produkt, ist jetzt auch leer gegangen, ich weiß gar nicht mal, wo das drin war. War das mal in der Campus-Tüte? Ich glaube, das war mal in der Campus-Tüte oder so drin, finde ich richtig toll. Habe ich übrigens auch ein Video von der Campus-Tüte, die kann man wieder bestellen. Dann Elemis Petite Plumping Follow Facial Sleep Mask, also das ist so eher so eine Nachtcreme. Habe ich einfach drauf gelassen. Die muss man nicht abwaschen, glaube ich, so wie das hier drauf steht. And Plumping and Moisture. Also ich glaube, die muss man nicht abwaschen. Ich habe die einfach als Serum-Nachtcreme benutzt und fand die richtig gut. Also die hat auch einen guten Geruch. Finde ich toll. Dann wieder leer gemacht Augenpads, Hydrogel, Augenpads von Balea. Das war auch so eine limitierte Edition. Die sahen aus wie dieser Wal. Fand ich gut. Dann leer gemacht von Alterra. Die Hydrogel-Augenpads, ja, waren auch okay. Kann jetzt nichts dazu sagen. War okay. Ja. Dann einmal wieder meine Scherbens Lemon Juicy Augenpads. Die waren auch gut. Von der Pflegewirkung her sind die immer gut. Nur halt vom Verrutschen nicht. Dann aufgebraucht und weiß nicht, warum ich die da rein habe. Keine Ahnung. Auf einmal denke ich so, hätte ich sehen aber ein bisschen zerschnurzelt aus. Von Youty die Hyaluronic iPads, diese Topmodel Edition, das waren die. Ja. Dann einmal diese schönen Augenpads, diese neuen von Balea. Die fand ich auch sehr gut. Balea Augenpads sind immer gut. Also ich finde die einfach toll. Da habe ich auch nochmal welche von Balea. Die waren auch gut. Muss ich sagen, diese Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron, Drachenfrucht und Vitamin C mit Holo-Effekt. Und dann habe ich auch aufgebraucht von Youty die Boost-Maske, Tuchmaske mit Goldspitzendesign. Die war richtig toll. Das war diese hier.
Hier sieht man auch, wie die aussieht. Also die war richtig gut. Kann ich euch nur empfehlen. Dann auch aufgebraucht von Youty, diese Hyaluron, diese blauen Augenpads. Ich muss sagen, das sind die, die ich am besten vertrage. Wenn die manchmal so eine limitierte Edition haben, muss ich aufpassen. Da hat es bei mir schon angefangen, hier zu brennen und wirklich weh zu tun. Dann muss ich die abnehmen. Kann ich nicht haben. Dann die Hanf Chill Out Augenpads von Schäbens. Ja, waren auch gut. Und natürlich die Kokospads habe ich nochmal aufgebraucht. Also waren auch gut. Also muss ich sagen, ja, das war jetzt einfach eine Menge. Ich tue das jetzt mal alles noch hier rein. Ja, war eine Menge aufgebraucht jetzt und aussortiert. Das kommt auch noch rein. Ja, genau. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen jetzt ausprobiert und auch entsorgt und verkauft. Ihr seht, die Tüte ist leer außer Müll, wo drin ist. Ich sammle jetzt wieder fürs nächste Mal. Ja, meine Lieben, ich hoffe, mein Aufgebraucht-Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir lieben netten Kommentar, was ihr so aufgebraucht habt vielleicht oder was euer. Vielleicht habt ihr ein Highlight-Produkt in meinen Sachen gefunden, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne mal ausprobieren oder kauft ihr euch vielleicht mal nach. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn euch sowas interessiert, wie gesagt, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert sehr gerne meinen YouTube-Kanal, folgt mir auch gerne auf Instagram, mein Link ist in der Infobox verlinkt, denn da kann ich euch manchmal viel schneller updaten bei manchen Sachen. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.